Weltmeister und Olympiasieger Jens Weißflog aus Oberwiesenthal in der DDR. Er hatte einen schweren Sturz vor 3 Wochen. Erstaunlich gut war er wieder in Form. Trotz dieses Sturzes, nach sehr guter Luftfahrt, sehr guter Haltung, 174 Meter mit seinem zweiten Flug, damit auch Rang 2 in der heutigen ersten Tageswertung.